Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 10. März 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berücksichtigen, dass unsere Sonne, die gesamte Sonnensystem, bewegt sich durch den platonischen Jahr. Ein platonisches Jahr dauert etwa 26.000 Jahren. Ein platonischer Monat dauert etwa 2000 Jahren und Dezember 2012 hat ein neuer platonischer Monat begonnen. Das, was die Mayas verkündet haben, mit diesem Datum ist die Wassermann-Zeitalter begonnen. Diese Wassermann-Zeitalter dauert etwa bis Jahr 4000. Vor diesem Wassermann-Zeitalter waren wir noch im Fischenzeitalter. Und diese Bewegung nennt man Präzession, das, was die Mayas auch beobachtet haben in ihrem Kalender und das, was die indischen Astrologen auch berücksichtigen. Wenn ich erzähle, hier im Tageshoroskopen, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen, es ist nicht identisch mit dem westlichen Astrologie. Also nicht wundern, aber ihr könnt das vergleichen mit Astronomie, da findet dieser Einklang. Ganesha hütet die Astrologie und unterstützt uns bei Neuanfang, auch wie ein Tag beginnt. Sonne befindet sich in der Kreiszeichen Wassermann. Suraya ist der Name in indischer Mythologie und damit meinen wir die Sonne. Suraya oder die Sonne ist im Tierkreiszeichen Wassermann. Sonne ist die kleine Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr und zeigt immer die Monatsthemen. Mond hat verschiedene Namen. Einer davon ist Soma. Mond oder Soma bewegt sich in Tierkreiszeichen wieder. In indischen Astrologie gibt es Mondhäuser. Ich erzähle dazu die mythologische Geschichte. Der Mond ist ein Mann und verliebt sich an Rohini. Rohini ist die Morgenröte. Jung, hübsch, unschuldig. Die beiden verlieben sie sich. Und der Mond macht einen Heiratsantrag und die zukünftige Schwiegervater sagt zu ihm, na gut, du darfst meine Tochter heiraten, aber du musst ihre Schwester auch heiraten. Und der Mond blieb nichts anderes übrig. Er heiratete alle 27 Frauen. Und jeden Tag besucht eine von seinen Frauen. Und dieser Besuch symbolisiert die Tagesbewegung des Mondes und auch diese Vereinigung des weiblichen und männlichen Energie, natürlich auch. Und jede Frau verkörpert anderen Eigenschaften.
Die Einflüsse kommen natürlich von Fixsternen und das beschreibt auch, gerade so wie im Tageshoroskop, auch die Tagesereignisse. Das sind wichtige Botschaften, was die Mondenergie uns für unseren Alltag vermittelt. Mond bewegt sich im Widder und dieser Mondhaus heißt Ashwini und bedeutet Heilung. Entweder kommt Heilung bei Krankheiten oder in bestimmten Situationen, was uns gekränkt hat, kommt Heilung. Es ist nicht nur dieser Heilprozess da, sondern kann auch bedeuten heilerische Berufung leben, weil das aktiviert diese Mondenergie, Interesse an Heilung, Interesse an heilerischen Beruf. Also Mond, die Mondbewegung aktiviert Heilung und das natürlich spüren wir heute auch. Mars steht mit Agni in Verbindung. Agni ist der Feuergott in indischer Mythologie, eigentlich der Vater Mars, aber ich setze Agni hier im Widder. Agni oder Mars bewegt sich auch im Widder. Mars fühlt sich wohl im Widder, weil Mars ist hier zu Hause, kann sich voll und ganz entfalten, die Mars-Energie, und das bedeutet Mut, Kraft zu haben, uns zu behaupten, etwas in Bewegung setzen. Mars bedeutet aber auch der Mann, also die Männer, und hier im Widder, gerade in dieser Mondenergie, was auch etwas aktiviert, Heilung, bei vielen Männern kommt auch Heilung und auch Neuanfang. Aber Heilung kommt bei uns Frauen auch natürlich. Buddha ist die Sanskrit-Name für Merkur, wird aber mit ein D geschrieben. In meiner Karte ist die Schriftweise anderes. Hier ist mit 2 D geschrieben und bedeutet schon Erleuchtung. Aber ich meine damit jetzt Merkur. Merkur bewegt sich in Tierkreiszeichen Fischen. Und Merkur ist rückläufig. Diese Rückläufigkeit bedeutet entweder eine Bremse, geht nichts voran bei Terminen, Verträgen, Gesprächen, aber bedeutet auch Stopp, du musst noch was überprüfen. Gerade wenn es um Verträge geht. Diese Rückläufigkeit löst noch etwas aus, und das ist die Vergangenheit. Rückblick oder löst aus, dass jemand meldet sich von Vergangenheit. Indra steht mit Jupiter in Verbindung. Jupiter oder Indra ist im Skorpion und das bringt für die Skorpiongeborenen Chancen, Möglichkeiten, Glück auch. Jupiter neigt dazu, etwas vermehren, vergrößern, aber zeigt auch die Gerechtigkeit oder öffnet die Augen auf Ungerechtigkeiten, auf verletzten Gefühlen auch, weil hier die Wasserelement symbolisiert Gefühlen, also Jupiter aktiviert unsere Gefühlen, nicht nur Jupiter, sondern auch Merkur aktiviert unsere Gefühlen. Merkur steht mit Kindern und Jugendlichen auch in Verbindung. Venus bewegt sich in Tierkreiszeichen Steinbock. Lakshmi, diese Schönheit, steht mit Venus in Verbindung. Venus oder Lakshmi ist in Tierkreiszeichen Steinbock. Erstens bedeutet die Bedürfnis nach Sicherheit, Stabilität in die Liebe, Partnerschaft, zeigt auch Realität, Erde-Element ist Realität, also nicht nur Träumereien, sondern Taten. Aber für uns Frauen zeigt die Tierkreiszeichen Steinbock noch etwas Wichtiges, ein Stück paradiesische Erde. Ich kann das nur so beschreiben. Hier herrscht Saturn.
Und Saturn herrschte im goldenen Zeitalter und das symbolisiert die paradiesischen Zustände. Nicht umsonst haben die römischen Kaiser Saturn verehrt, das war in ihren Goldmünzen geprägt, die Saturn-Symbol und auch in ihrem Thronen. Also Saturn zeigt die goldenen Zeitalter, Saturn herrschte über die goldenen Zeitalter. Und da ist ein Stück Erde geblieben und das, was die Steinbock uns zeigt, ja, und Pan steht auch in Verbindung mit Steinbock und zeigt die 7 Schritte der Zielerreichung. Daher kommt auch die Panflöte. Und diese Gottheit Pan, eine Gottheit, was über die Naturkräfte herrscht, steht in Verbindung mit Tierkreiszeichen Steinbock und das symbolisiert die 7 Schritte zum Zielerreichung, weil Steinbock symbolisiert auch unserem Ziele. Das nicht aus die Augen verlieren, dabei bleiben, nicht aufgeben, geduldig zu sein, Ausdauer haben, diese Ziele auch zum Erreichen. Und diese Botschaft bekommen wir Frauen, weil Venus bedeutet auch die Frau. Also Ziele setzen, nicht aufgeben. Venus befindet sich in ein Mondhaus und dieses Mondhaus heißt Shravana und bedeutet übersetzt Adler, aber bedeutet übersetzt auch zuhören. Und das ist auch eine wichtige Botschaft für uns Frauen, aber Botschaft auch für die Liebe. Dieses Zuhören bedeutet in diesem Zusammenhang, in diesem Mondhaus, in unserem inneren Stimme. Auf unserem inneren Stimme hören, nach innen lauschen. Und Adler hat auch eine Bedeutung, weil genau in diesem Bereich befindet sich Altair, Vega und Deneb. Und das hat auch eine Botschaft. Und diese Botschaft wirkt auf unserem Liebesleben. Dazu erzähle ich auch die Geschichte. Es kommt zwar nicht von indischer Mythologie, sondern von chinesischen Mythologie, aber ich liebe diese Liebesgeschichte und das hängt zusammen mit den Sternen Altair, Vega und Deneb. Altair ist ein Hirtenjunge, lebt auf die Erde und die böse Schwägerin hat ihn vertrieben und er lebte in Natur mit seinen Tieren und im Himmel war ein Fee, Vega, und dieser Vega hat sich verliebt. Sie hat sich verliebt an Altair, an diesem Hirtenjunge. Sie schaute immer von oben, von Himmel auf die Erde und dachte, wow, er sieht aber mal hübsch aus. Und was passierte? Vega kam zu ihm und die beiden haben sich verliebt. Und auch verheiratet. Und Vega wurde Weberin. Und so lebten sie glücklich, der Hirtenjunge und die Weberin. Bis dann den Himmelskaiser, und das ist nichts anderes als die Sonne, der Himmelskaiser sieht natürlich alles, und der Himmelskaiser ging zu seiner Frau, zum Himmelskaiserin, das ist die Mond, und sagte, du schau mal her, diese Fee ist unten bei den Menschen, was machen wir jetzt? Und die Himmelskaiserin sagte, ja, wir müssen die zurückholen, ihr Platz ist im Himmel. Und so haben sie Vega zurückgeholt und die beiden sind getrennt, Altair und Vega. Und in die Mitte befindet sich ein dritter Stern, und dieser dritte Stern heißt Deneb.
Und der Neb ist die Hauptstern im Sternbild Schwan. Ja, dieser Deneb schaute mal eine Weile zu und dachte, ah, ich kann das nicht mehr zusehen, ah, die lieben sich so sehr ah, und sie dürfen gar nicht treffen, was mache ich jetzt? Und Deneb baute eine Brücke zwischen den beiden aus Schwanen. Natürlich aus Schwanen, weil er befindet sich im Stammbild Schwan. Und auf dieser Brücke treffen sich die beiden Liebenden. Im siebten Tag, im siebten Mondmonat, und das ist der Tag der Liebe. Und diese Liebesgeschichte ist eine Botschaft für unser jetziges Liebesleben. Brücke bauen. Entweder hilft eine dritte Person oder wir sollen auf anderen zuzugehen, mal eine Brücke bauen. Aber diese Brücke bedeutet auch Übergangsphase, dass wir das auch akzeptieren, dass alles Zeit braucht. Und im Himmel ist es tatsächlich so, dass Altair und Vega, die sind gegenüber und die Mitte ist die Milchstraße, was die Chinesen als gelber Fluss betrachtet haben. Und die Mitte ist der Neb, die Hauptstern von Sternbild Schwan. Was noch sehr interessant ist zum Erwähnen, dass der Planet Mars hat auch eine Achse, so ähnlich wie unsere Erdachse, was nicht gerade ist, sondern biegt 23 Grad. So eine Achse hat auch der Planet Mars und in welche Richtung zeigt Mars mit dieser Mars-Achse? Mars zeigt der Neb. Und ich glaube, es ist auch kein Zufall. Warum gerade Mars? Ist auch der Liebesplanet. Liebesplanet ist zwar Venus, aber Mars ist der große Liebe von Venus. Das ist ein Liebespaar, Mars und Venus. Mars ist Ares. Und Venus ist Aphrodite. Und sie sind ein Liebespaar. Und Mars, die Marsachse, zeigt Deneb. Und Deneb ist die Hauptstern von Stammbild Schwan. Skanda ist der Name oder steht in Verbindung zum Saturn. Skanda steht in Verbindung zum Saturn und befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze und zeigt unsere Lernaufgabe. Und das ist Sport, Bewegung, Reisen, Ausland, Auslandskontakte und wohin zeigt die Schütze? Die zeigt die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Und energetisch sind hier in diesem Bereich unsere Wünsche, Sehnsüchte. Und Saturn belehrt uns, das sollen wir als Ziel setzen. Und wenn wir das als Ziel setzen und bleiben wir auf diesem Weg, dann erreichen wir das auch. Das zeigt Venus und Mars ist die Kraft und die Mut, das auch in Bewegung setzen. Mit Saturn endet sich die persönlichen Planeten und in dieser Stelle müssen wir anschauen die Elemente. Ist das im Gleichgewicht? Fehlt etwas? Mond und Mars und Saturn ist im Feuerelement. Das ist aktiv. Die setzen etwas in Bewegung. Venus ist im Erdeelement, das ist eher passiv und zurückhaltend. Die Energie nimmt zurück, nach innen schauen. Sonne ist in Tierkreiszeichen Wassermann, in Luftelement, das ist auch aktiv. Die Energie ist nach außen gerichtet. Und Merkur, Jupiter ist im Wasserelement, die Energie ist nach innen gerichtet.
jedem Element haben wir Energie, also die Verteilung, auch wenn das nicht gleichmäßig ist, aber ist in Harmonie. Und das zeigt auch die Energiefeld, dass wir, wenn wir im Einklang sind mit der Natur, dann finden wir auch unseren inneren Gleichgewicht. Brauchen wir keinen Ausgleich zu haben. Jetzt kommen die äußeren Planeten, Uranus, Neptun und Pluto. Uranus ist im Widder und bildet sich eine Konjunktion zum Mond. Und diese Konjunktion bedeutet, dass die beiden treffen sie sich. Die beiden treffen sie sich und wirken gemeinsam. Und beide haben einen Einfluss auf unsere Gefühle. Das ist die Mondenergie. Und Uranus herrscht über unserem Nervensystem. Damit wir in Ruhe bleiben, und das brauchen wir auch, stärken wir unserem Nervensystem. Und nicht vergessen, die sind im Mondhaus Ashwini und das bedeutet Heilung. Wir brauchen die Ruhe, wir brauchen diese Kraft, weil das stärkt gerade unserem Nervensystem. Uranus löst aus unerwartete Ereignisse. Das kann natürlich auch wirksam sein, dass uns aus der Ruhe bringt oder dass wir spontan reagieren. Also das ist auch möglich. Neptun zeigt die Träume, die Visionen, die Kreativität. Neptun ist im Wassermann und steht in einer Verbindung zum Mars. Mars und Neptun haben eine harmonische Verbindung und das wirkt in erster Linie auf die Männer, dass sie endlich ihren Träumen verwirklichen können. Pluto ist im Schütze und steht in einer Verbindung zum Jupiter. Es ist auch eine gute, angenehme Verbindung, weil verbindet sich Skorpion, Schütze, die sind benachbarten Tierkreiszeichen und da kommt die gegenseitige Unterstützung. Pluto zeigt die Kraft und Jupiter die Chancen, Möglichkeiten und auch die Gerechtigkeit, dass wir unsere Rechte bekommen oder verspüren wir die innere Kraft, haben wir mehr Chancen, Möglichkeiten, Glück. Also sehr viel Harmonie im heutigen Tag. Die Maya-Kalender. Die alten Mayas haben die Natur beobachtet und sie haben ein ganz, ganz präzises Kalendersystem ausgearbeitet. Nicht nur die Mayas haben das gehabt, das haben die Ägypter auch. Auch die Chinesen haben auch Kalendersystem. Die ganze chinesische Astrologie ist nichts anderes als ein Kalendersystem. Aber dieser Maya-Kalender ist auch sehr interessant und vor allem auch sehr präzis und steht im Einklang zum Natur, zum kosmischen Einflüsse. Im Maya-Kalender gibt es Wellen. Und eine Welle dauert 13 Tage lang. Die Zahl 13 ist sowieso eine heilige Zahl der Mayas. Die 20 auch. Eine Welle dauert 13 Tage lang und entspricht in diesem Kalendersystem so ähnlich wie bei uns die 7-Tagen-Woche. Wir befinden uns bis 11. März 2019 in 7. Wellen. Das sind Frequenzen, Schwingungen, Töne, so kann man das auch beschreiben. In diesen Wellen wirkt die Wasserelement. Und die Wasserelement symbolisiert das Unbewusste, unseren Träumen, aber auch unseren Gefühlen. Diese Welle bedeutet die Welle der Reinigung und blitzartigen Transformation. In Natur können wir das beobachten, das ist Gewitter, Blitz und Donner. Und bei diesem Energiefeld brauchen wir die Kraft
Und das ohne Angst zu begrüßen, weil das ist nichts anderes als ein Transformation, ein Reinigungsprozess, Erneuerungsprozess. Und das ist eine große, großartige Wandel. Das ist einfach Veränderung. Im heutigen Tag haben die Maya die Zahl 12 zugeordnet, also die Zahl 12 wirkt. Und das bedeutet bei den Mayas die Fülle, Liebe, aber auch Selbstliebe, Überblick über etwas und auch Wertschätzung und auch Selbstwertgefühl. Das, was diese Zahl vermittelt für unseren heutigen Tag. Die Kraftfeld oder planetarischen Energie heute ist Ok und steht mit Hund in Verbindung oder bedeutet Hund. Und das ist auch ein Krafttier. Und dieser Hund, diese Energie bedeutet für uns Vertrauen, Freundschaft, Liebe, Treue, Stärke, inneren Wahrheit. Und die alten Mayas haben die Hund betrachtet als eine treue Begleiter zu unserem Inneren. Als Halbedelstein wird die blaue Turmalin und Azurit zugeordnet. Und dieses Kraftfeld bedeutet für uns Instinkt, Intuition und Geruchssinn. Also all sind die heutigen Themen, Treue, Freundschaften, Liebe, Selbstvertrauen und eine treue Begleiter. Ok bedeutet auch Instinkt, Intuition und Geruchssinn. Die Mondenergie symbolisiert Kip, die gelbe Krieger. Und dieser gelbe Krieger steht mit Eule in Verbindung und das symbolisiert die Ahnen, symbolisiert die Vergangenheit, auch die Erinnerungen, aber bedeutet auch gute Unterstützung. Es ist sogar möglich, dass jemand kehrt zurück von Vergangenheit und damit bekommen wir diese Unterstützung. Und das war mein Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo und damit möchte ich euch informieren. Ich habe ein Video gemacht über die Geheimnisse deines Lebens. Und in diesem Video erkläre ich, was war in früheren Leben, was ist Karma überhaupt, was passiert nach dem Tod, was ist der Sinn des Lebens, was bedeutet eine Seelenreise und wann beginnt das Leben überhaupt. Also volle Geheimnisse. Diese Video werde ich nicht veröffentlichen, aber es besteht die Möglichkeit, diese Video zu bekommen. Dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt die Link zu diesem Aufnahmen. Diese Video ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.